Wir befinden uns am Wurmberg beim Café Horst. Ja, wir gehen auf den Wurmberg. Weil der Bruno heute Geburtstag hat. Da hoch geht's. Pause. Der kürzeste Weg vom Café Horst zum Wurmberg ist parallel zum Skilift. Aber auch der steilste. Wer hier nicht loslässt, wird von dieser schwarzen Wand abgekratzt. Bruno macht Pause. Das Duell am Wurmberg. Wir kreuzen die sogenannte Monster-Rollerstrecke. Monster gibt es hier aber nicht. Brunos Geburtstagsfeier. Es geht los. Zum Geburtstag komme ich hier. 13 Kekse bringe ich hier. Alle Tage Sonnenschein. Immer sollst du Bruno sein. Guten Appetit. Guck mal. Bruno. Und? Bruno, deine Geburtstagstorte. Da ist der Tisch gedeckt. Oh. Super. Ja, kleckert. Langsam essen. Drei Stück sind noch davon. Ich glaub's gar nicht. So, fertig. Alles alle. Das wurde natürlich heute Abend vom Fresschen abgezogen. Der Bruno kocht uns jetzt Kaffee. Währenddessen schauen wir in die Welt. Und sehen, dort drüben die Rhone klippen. Und andere Sachen. Bruno sagt Danke. Prima. 13 Kekse machen Kraft. Der erste Blick nach Schirke. Drüber sieht man die Hohneklippen. Und da sind wir. Noch wenige Meter bis zum Gipfel. Auf dem Gipfel des Wurmbergs hat man eine gute Sicht zum Brocken. An der Wurmberg-Seilbahn haben wir einen hervorragenden Blick. Dort hinten sieht man Hans Kühnburg, den Achtermann. Ganz in der Ferne den Boxberg, Torfhaus. Wir gehen wieder nach unten in Richtung Braunlage. Bruno raucht. Wir starren auf Braunlage. Wir
Wir gehen jetzt noch zur großen Klippe. Die ist hier drüben, rechts von der Seilbahn. Wir erklimmen die große Klippe. Oh. Der einzigste Haken für Bergsteiger auf der großen Klippe. Der Wurmberg. Ich soll ein Foto machen. Weiß ich nicht, wie das geht. Von hier aus können wir in die Ferne schweifen. Ganz hinten. Wie heißt der nochmal, Bärbel? Große Knollen. Große Knollen, ja. Der große Knollen ist dort hinten. Dort lassen wir ihn auch. 13 Jahre und immer noch nicht gescheit. Endlich zufrieden. Hätte gleich so kommen können. Wir gehen weiter. Nein, noch nicht. Doch! Gute Nacht. Beim Wurzelmann. Was ist der Wurzelmann? Bratwurst. Über die Bratwurst geht's zurück.